Das sieht nicht gesund aus. Oh shit. Bin hier voll. Halt! Keinen Scheißschritt näher! Ich hab Anna gefunden! Ich brauche einen Namen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Du bist es schließlich, die eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ganz ruhig. Ruhig. Ich will dir helfen. Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Nimmst du die Waffe jetzt runter? Söhne. Scheiß drauf, das ist es nicht wert. Ja. Okay. Was ist getan? Ich lass mich nicht ich von so. Ich bin über den Balkon hier rein und sie fand das nicht so prickelnd. Den Job und diese hin? Stadt. Danke. Ende gut, alles gut. Na, aber kein Scheiß. Tust so, als wärst du was Besseres als die Wichser, die dich bezahlen. Ich mach doch, was du willst. Also zieh Leine. Danke. So, und jetzt beklaue ich dich noch. Das war's dann für heute, denke ich. Oh, ich dachte schon, sie knallt mich jetzt ab, weil ich was genommen habe. Das hat so. Das Timing war unglücklich, Anna. Oh, du hast mich sehr erschrocken. Ich drücke F auf den Loot und sie dann. Das war's dann wohl. Hoffentlich. What? Der hat noch eine random Voiceline rausgehauen. Aber die Voiceline war es dann halt. Das war's dann wohl, hoffentlich. Und ich so. Ich dachte, sie sagte, das war's dann wohl und knallt mich jetzt ab, weil ich was geklaut habe. Die hat einen guten Hintern. Ich hatte Lego an von denen. Ach, der hat gesagt, dass hier das der Chip Arasaka gehört. Und ich hatte auch ein Lego an von denen. Da liegt Geld. Und ich kann es nicht looten. Mhm. Ach, doch. Ah, Euro Dollar. Nice. Verbinden. Aha. Ich will doch nur diese Schere hier haben. Hauptsache, das Geld können wir mitnehmen. Ich fühle mich hier wie bei Fallout, ey. Ständig am F drücken, nur am Looten. Hi. Kennen wir uns? Nein, aber ich möchte das Geld hier haben. Danke. Hä, wenn man das Geld lootet, dann kommt da doch ganz schön schnell Cash zusammen, so. Arasaka-Schutzanzug. Nice. Euro-Dollar.
Bitte unternehmen Sie etwas. Ich möchte wirklich nicht nerven, aber ich zahle für dieses Zimmer und erwarte dafür einen gewissen Komfort und Servicestandard. Ich weiß, Sie können nichts gegen die Makler tun, damit kann ich leben. Ich schließe einfach die Fenster, aber ich bin enttäuscht, ob es Ihre Widerwillens, Ihre Gäste im Zaum zu haben. Besonders die Frau im Zimmer 203, ja, um die haben wir uns ja schon gekümmert. Hey, ich habe ein Problem. Ihre 478W03HWRWG09 und so weiter. Wenn du das bis hierhin gelesen hast, ist es schon zu spät. Dein Neuralprozessor wurde infiziert. Schicke diese Nachricht sofort an 3 weitere Leute, sonst wirst du in 7 Tagen zum Cyber-Psycho. Ist klar. Machst du, Lu? Ich hab wieder redet und redet. Ach so. Ich hab gar nicht mitgekriegt, was er eigentlich gesagt hat. Lol, ich hab die Kamera vom Markt gehackt und jetzt kann ich. Das ist wie Watch Dogs. Wie Watch Dogs. Komm ich wieder raus hier? C. Okay. Können wir jetzt zu dem Sushi-Stand da gehen. Bin soweit. Du auch? Oh, die Essensverkäuferin ist irgendwie... Irgendwie hat die ein cooles Gesicht. Sind die Garnelen frisch? Gerade erst angekommen. Frisch aus Night Citys bester Wasserfarm. Wasserfarm? Na, woher denn sonst? Aus Pacifica? Von dem Müll dort aus dem Meer wird man nur krank. Ciao, Henning. Mir knurrt der Magen. Sag mal, was du so hast. Oh. Gibt ja gar kein Sushi. Er verkaufen. So, jetzt kann ich hier doch erstmal meinen Junk verkaufen. So. Die brauche ich nicht. Oh, die ist gut. Was? Street Crack Tutorial. Schnu. Street Crack Tutorial. Oh. Street Crack Tutorial. So, hallo, du hast eine Basic Bitch versprochen. Ja, musst du bei Lu im Stream gucken. Ah, ne, sie streamt ja nicht. Ha! Was soll das denn heißen? Dass du auch eine Basic Bitch hast. Ich konnte die nicht so machen, wie ich die wollte. Basic Bitch, sei da. Siehst du, so fühlt sich das an. Oh. Lu fängt gleich. Der Charaktereditor stinkt. Der stinkt. Der mufft. Nach Kaki. Nach Kaki? Ja. Das ist aber gemein. Oh, möchte ich Chemieschaden oder physischen Schaden? Was ist der Unterschied? Ich glaube, manche Gegner nehmen mehr von chemischen Sachen oder Feuer oder so. War doch bei, wenn du den Victor gescannt hast, hat man das doch gesehen. Ja, stimmt. Ja, das habe ich gestern schon gemerkt, aber es ist schlimmer als gedacht. Wow. Wie viel Kleidung ich schon habe, die ich nie anziehen werde, aber ich will sie nicht verkaufen. Verwöhnt. Naja, wenn das Spiel damit wirbt, dass man alles. Das muss man halt leider echt sagen. Damals haben die so auf die Kacke gehauen.
dass der Charakter-Editor so heftig ist, dafür ist er gar nicht so heftig. Also, das muss man halt echt sagen. Also, Alter, da haben die mehr auf die Kacke gehauen, als es am Ende geworden ist. Das Ganze, was ich vom Marketing mitbekommen habe, war immer, ja, du kannst es, weißt du, alles, wie du willst. Und im Grunde haben sie alle nur gefeiert, dass man Pimmel einstellen kann. Und den Pimmel kannst du dann kannst du den Pimmel nur 3 Optionen einstellen. Weißt du, das ist doch so egal. Das ist so dumm. Ich hab... Weißt du, und dann machen sie es schon so, dass sie nicht sagen, ja, du musst nur zwischen männlich und weiblich wählen, sehr. Sondern sie haben nur so gesagt, ja, du kannst den Körpertyp wählen. Und dann ist es aber männlich-weiblich doch an die fucking Stimme gekoppelt. Und man kann nicht mal irgendwie non-binary sein. Das ist so Bullshit. Ich Das ist so dumm. Das ist so dumm. Dann soll man damit sowas nicht werben. Mit dem hier werben? Ja, das finde ich auch unerhört, dass die mit sowas werben. Ja, yeah, das ist ein bisschen creepy. Das ist kinky. Das ist ein bisschen creepy. Das ist die zweite Sexwerbung, die ich hier finde im Spiel. Also ich konnte... Ja, du kannst männliche Stimme bei weiblichen Körper einstellen, aber dann bist du ein R. Ja, du wirst dann männlich als männlich angesprochen. Und du kannst nicht... irgendwas zwischen männlich oder weiblich sein. Du wirst immer mit er oder sie angesprochen. Oh, die sind High Level, die gehe ich mal nicht ärgern. Wo bist du jetzt eigentlich in der Story? Ich bin jetzt, sprich mit Jackie, die Spritztour. Oh. Also wenn du mit Jackie noch nicht essen warst, also wo er die Nudeln gegessen hat, dann ich bin da war ich schon. Danach habe ich so eine Nebenmission gemacht. Und soll ich dir sagen, wie viel Kohle ich jetzt habe? 6.260. Ich bin rich, Mann. Nee, ich habe jetzt schon mit dem Dude geredet. Ich dachte, das hättest du schon alles Welcher gemacht. Welcher Dude? Ja, mit dem Dexter. J. Ja. Dexter? Die Mission habe ich... Hab ich mit Dexter geredet? Oh mein Gott. Ich habe jetzt die Spritztour, sprich mit Jackie. Boah, Einsatz, hohe Belohnung, wie Dexter DeShawn. Anscheinend war ich bei Dexter DeShawn. Wie sah der aus? Dick. Du saßt da mit dem im Auto und hättest stundenlang geredet. Nein, mit dem habe ich nicht geredet. Ja, well. Ich habe mich extra beeilt jetzt, weißt du, ich dachte, du hast schon wieder alles gemacht. Oh Gott. Genieß das, verdammt. Also bist du schon zu Jackie gegangen und dann fahren wir jetzt zu Dexter, oder was? Ja, Dexter ist in deinem Auto. Ja, dann mache ich das mal eben. Also in seinem Auto, aber. Dann redet ihr stundenlang und ich habe nicht richtig aufgepasst. Und dann habe ich gesagt, dass ich zuerst zur Kundin gehe. Ja gut, die habe ich jetzt gemacht. Eine Kundin habe ich jetzt halt gemacht. Die Regina habe ich abgefrühstückt. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben. Nee, das war kein Neben, als Haupt. Uff! Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Wer schießt da auf mich? Ach du, warst noch ein Böser. Oh. Guck mal bitte in meinen Stream. Die Szene hattest du? Ja. Mit Misty? Ja. Okay, ich nicht. Dann mache ich das Ich kann da doppelt Kurzschluss machen. Wie? Damn. Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Kurzschluss. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz ich in der Nähe. Ich dachte, du hättest das halt alles schon gemacht, weil du ja schon voll früh bei dem Typen warst mit den... Bei dem Ripper-Doc. Willst du... Bist du etwa auf dich? Wie, hör zu, ich hab hier eine heikle Sache. Mann, Regina, du gehst mir jetzt schon auf den Sack. Ständig hast du irgendwelche Nebenmissionen für mich. Das weißt du sicherlich auch, aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Regina. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt, aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen.
Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Boah. Und ich lasse ihn abholen. Hat sich mein Auto gerade tiefer gelegt? Oder? Interessantes Gesicht. Bist du mal unter Messer gewesen? Sau. Interessantes Gesicht. Yelal ist übrigens meine Basic Bitch. Die ist gar nicht so basic, die ist cool, ja. Basic Bitch. Die Kleidung könnte besser sein, gebe ich zu. Oh mein Gott. Ich brauch Glam. Das ist schrecklich. Das ist ein Zustand. Die Jacke ist cooler. Ja, die nehme ich. Oh, ich habe neuen Stuff gefunden. Oh, was? Wieso sind die Hüte immer mit Frisuren gekoppelt? Ich hasse das. Ich will die Frisur nicht. Ja, das haben die gemacht, damit du halt, ne? Ja. Ja, damit die es einfacher haben. Ich verstehe schon. Damn it. Oh. Jetzt kommt die beste Kleidung. Arasaka-Schutzanzug. So laufe ich jetzt rum. Wow. Wunderbar. Ich habe ein besseres Tanktop gefunden. Nice. Aber man sieht es eh nicht, weil ich da so eine komische Jacke drüber habe, die enthässlich ist. Damn it. Ich habe eine Plastikgasmaske mit Filter, die kann ich aber erst ab Level 6 tragen. Unfortunate. I mean, er hat at least blau-rote Haare. More basic, was die Leute immer erstellen, sind weiß-schwarze Haare. Siehst du? Das gibt's bei dem Spiel nicht, Lade. Du kannst sie nicht weiß-schwarz. Die Farben waren vorgegeben. Ja. Der Charakter-Editor ist sehr eingeschränkt. Lo hatte Glück, dass das grüne vorgegebene Farben. Also es gibt, glaube ich, drei Haare, die grün sind und alle fand Lo gut und deswegen war das sehr gut für Lo. Sonst hätte sie geraged ohne Ende. Das ist sehr traurig alles. Ein falsch beworbener Editor ist das. Mhm. Wieso raucht er in meinem Auto? Habe ich dem das erlaubt? Bruder. Yo, Miss V. Ach, er ist das. Dexter de Shawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Den kennt man doch aus Trailer. Fahr los. Kannst du mal aufhören, mein Auto zuzuquallen? Ist das überhaupt meins? Ich weiß nicht. Ich hab gedacht, Jackie hätte gesagt, der sitzt in meinem Auto, aber irgendwie ist es nicht mein Auto. Also, vielleicht habe ich mich auch draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen. Achso, was ist hier für... Night City überlebt man als Nobody nicht lange. Ist das eine Art Prüfung? Ist das eine Art Prüfung? Unser Fahrer heißt Oleg. Okay, Oleg, fahr ordentlich. Du meinst... Ja, du kannst sie ja scannen, dann siehst du sie nach. Ontologie. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt hab ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tibor könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Dexter hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Das ist, glaube ich, die Mission, die die so oft gezeigt haben, woran die gezeigt haben, welche Wege man einschlagen kann als Klasse. Ich glaube, die Mission ist das, die er will. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss.
Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Oh. Wie ist die drauf? Level. Wozu das Treffen? Oh nein. Als Evelyn Parker. Oh shit. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab ruhig sickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Die Stimme passt perfekt zu Dex, weißt du? Aber wenn du dann den Synchronsprecher siehst, sieht der überhaupt nicht aus wie diese Person. Und du denkst dir so... Wait. Wait a minute. Hallo? Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Wahrscheinlich ist der Synchronsprecher sogar ein weißer alter Mann, weißt du? Und dann spricht er hier so einen coolen, dunkelhäutigen Dude, der voll zu der dunklen Stimme passt. Und in echt ist das halt so ein alter weißer Mann. Ist so weird, dass das so krass passt. Ein Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Mal rausfinden, wer der Synchronsprecher ist. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Dex. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat... Ja, das ist Manfred Lehmann, der spricht doch Bruce Willis. Ich sag doch, das ist ein alter weißer Mann. Ich hab keinen Schimmer. Sag ich doch. Und als wäre das nicht genug... Ich wusste. Ich meine, wer ist nicht ein alter weißer Mann? Ich wusste das. Für den Konvoi. Das ist die Stimme von Bruce Willis. By the way, anscheinend. Wer ist die Primadonna? Also nicht die Stimme, also die, die er gerade benutzt, aber er kann auch Bruce Willis. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab. Hä, oder nee? Oder Detlef Bierstedt? Hier stehen beide. Hä? Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info. Stehen da beide bei? Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Ah nee, Moment. Ich hab, glaube ich, gelogen. Das ist nicht die Bruce Willis-Stimme. Das ist hier einfach nur falsch. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's. Aber der, ja, das stand da falsch. War wieder Internet. Eins noch, Miss Wee. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen. Hm? Wir sehen uns. Dexter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich hab das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen gelistet. Mr. T-Stimme kommt hin. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker.
Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und über Solo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Du hast dich erst mit der Klientin getroffen. Also ich bin auf dem Weg jetzt zu dir. Also du hast erst mit Klientin treffen gemacht. Du hast mir Angst, wie? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Begib dich zwischen 18 und 6 Uhr zur Lizzie Bar. Okay, mache ich. Wenn ich hier fertig bin mit Looten. Kann ich Zeit verstreichen lassen? Ich weiß gar nicht, wo man die Uhrzeit sieht. Unter dem Radar rechts. Ganz klein ist deine Zahl. Ah! Da, oh, es ist 18.44 Uhr. Bei mir ist 21.05 Uhr. Was war die Uhrzeit noch? 18.06 Uhr. Achso, ja dann. Ey, kannst du mir dein Oberteil geben? Ich? Nee, die Türsteherin. Verprügel sie. Irgendwie ist mein Ton weg. Excuse me? Hallo, wo sind die Stimmen hin? Hallo, hörst du mich noch? Oh lol, ich glitch aus dem... Ich T-Pose aus dem Auto. Was war das denn? Wunderschön. Ich bin gerade aus dem Auto geteepost. Oh Mann, ey. Hä, das sind doch so Bugs, die müssen dir noch vorher schon aufgefallen sein. Wozu haben die denn verschoben? Haben die nie Tests gespielt oder was? Hey, Zuckerschnute. Ey, das Oberteil will ich aber auch. Ich hab die gleichen Haare wie du. Yep. Aber im Grad habe ich sie nicht mehr, weil ich eine Bandana anhab. Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Stimmt, Mox und Mox. Mox und Mox. Das ist der erste Braindance, da muss ich den Sound ausmachen. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Puppe. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto Normalsynopsen. Denkst du, das verkauft? Real Water! 99 Eddies pro Gallon. Das ist günstig. Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Ja, da rechts ist ein Plakat. Real Water. Ein paar Sachen noch vorab. Jetzt ist weg. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Jetzt ist wieder da. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Viel Spaß, Puppe. Oh, was für ein süßes kleines Gesicht. Ich wollte nur mit euch reden. Ja. Muss ich jetzt die Musik ausmachen oder wurde das schon gepatcht? Das weiß ich halt nicht. Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Die ersten beiden Braindances sollen Musik haben, die nicht aus dem DMCA-Filter genommen werden. Well. Küss meine Titten, Bitch! Was? Okay, pack sie aus, Mädchen! Oh, vielleicht gesagt, küss meine Titten, Bitch. Oh, was für ein süßes kleines Gesicht. Oh. Oh, was? Das war aggressiv. Und dann so weich. Das war so aggressiv und dann so weich. Ich sehe noch keinen Day One Patch. Ja, es gab, glaube ich, auch immer noch keinen. Ich glaube, die sind ein bisschen überfordert. Hängt alles davon ab, worauf. Obwohl sie 50 Mal verschoben haben und damit rechnen hätten können. Ja. Ich will gar nicht wissen, was die armen Entwickler da. Ja, die crunchen bestimmt Crunch immer noch. Durchmachen mussten und immer noch machen müssen, ja, hast recht. Hey. Ein bisschen traurig alles. Gab ein Day One Patch?
Ich habe nichts geladen. Das Einzige, was ich geladen habe seit Release, waren 200 MB. Das ist kein Patch. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Jemand mit Geld. Oh, es gibt doch Antwortmöglichkeiten. Locker sitzt. Wenn man Dialog skillt. Danke fürs Angebot. Wirklich. Ich muss dir erstmal rumgehen und alles gut. Aber ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Eher im Gegenteil. Ich rede schon mit dem Barkeeper. Ist schon gut, Matteo. Ich hab sie einfach. Hier gibt's Loot. Hallo, sexy Stammkundin. Na? Wo ist die Leute hier? Evelyn Parker. Sitzen hier alle. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Mein Liebling. Warum bist du jetzt hier, oder? Mein Lieblingstequila. Ja. Ich spiele über Gok, ja. Nichts geht über Sansom. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Dann waren die 200 MB dein Day-One-Patch auch nicht schlecht. Das nehme ich mal als Kompliment. Steam hat 3. Warum hat Steam 3? Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Dann ist der Day-One-Patch nicht gut geworden. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt... Fuck, ich bin betrunken. Ich hätte mir den Tequila doch nicht reinpfeifen sollen. Geht schon wieder. Okay. Es war aber kurz. Ja, es hat kurz gewobbelt. Das nächste Mal Scheiße baust. Wann habe ich bitte jemals Scheiße gebaut? Was machst du? Was gibt's hier denn so? Scheiß-Disco, keine Musik hier. Ach, warte. Tessentia. Nein. Power-Implantate. Lou spielt quasi auch über Gok, aber Lou spielt doch nicht über Gok. Bei Gok kannst du ja einfach, weil fuck DRM, habe ich Lou einfach meine Spieldateien gegeben. Also spielt Lou über meine Spieldateien. Weil Lou das Spiel wahrscheinlich eh nie durchspielt und das einfach nur ausprobieren wollte. Du erregst Aufmerksamkeit. Ich errege Aufmerksamkeit? Du auch. Deswegen habe ich es ja auf GOG gekauft, weil da braucht man es nicht zweimal kaufen, weißt du? Oh, ich habe, weil ich Coolness 4 habe, kann ich hier was anderes sagen? Ja, ja, habe ich auch schon. Ich habe zwei Optionen gerade gehabt, weil ich Coolness hier auch hatte. Reib's dir selbst zusammen. Ja. Haben Sie noch einen Wunsch? Muss cool sein, um reden zu können? Naja, es ist dann noch nicht fertig. Ganz ruhig. Der Konzern bezahlt doch. Ja. Also 200 dB, so nah am Ohr möchte ich aber nicht haben. Was bist zum? Du, und danach hörst du nichts mehr mit 200 dB. Mein Lieblingstequila. Hab ich auch gemacht, als wir gesoffen. Was zum? Kostenloser Tequila. Mal her mit. Mein Lieblingstequila. Oh, mein Tech-Wert hat mir auch was gegeben. Ja, hatte ich auch. Ist das dieses mit was aussieht wie eine Kameralinse? Mhm. Hatte ich auch. Nein. Nein. Nein, nein. Oh, ich will's nicht hören. Okay. Geh mit stille Kämmerchen. Oh, tschüss, Matteo. Warte, ich bin noch nicht bei ihr drin. Ich hab noch die Toilette gelootet. Die Toilette gelootet? Wait, wo ist die Toilette? Halt, stopp! Wo ist die Toilette? So, darf ich kurz auf Toilette, bis du fertig gelootet hast? Okay. Okay, sehr gut.